Sitzfleisch-Challenge 2017. Bei mir jetzt der Herr Königkamp-Chef vom Arabella oben am Spitzing. Beziehungsweise Spitzingsee. Spitzingsee, ja, ja, genau. Spitzing. Ja. So heißt auch das Radl, das es zu gewinnen gibt für denjenigen, der am längsten durchhält. Hier unter, hinter uns sind die Teilnehmer, sitzen auf dem Radl, im Moment aber noch nicht so lange, knapp eine Stunde. Herr Königkamp, jetzt mal ehrlich, was denken Sie, wie lang hält man denn das aus eigentlich? Ja, ganz schwer zu sagen. Also für mich ist ein wichtiger Faktor der Schlaf. Fallen die runter vom Fahrrad, wenn sie total übermüdet sind? Oder halten sie sich irgendwo am Lenker fest? Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal einfach 37, 38 Stunden. 37, 38 Stunden, okay, gut. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Also, was man wirklich verhungern wird hier keiner, denn Arabella wird uns wunderbar mit feinsten regionalen Spezialitäten verwöhnen. Also genau. Da ist, glaube ich, und es ist ja auch so, ne, mit dem Essen kommt ja auch die Motivation. Das ist eigentlich ein wichtiges Element. Ja, auf alle Fälle unterstützt es das Ganze. Und wir haben ja auch teilweise die Schliersee Landküche mit eingebaut in der Verpflegung. Es gibt ja mittags und abends etwas Warmes. Dann heute Abend, glaube ich, starten Sie mit dem Gamsragout und morgen gibt es... Jetzt erzählen Sie zu viel, weil nicht, dass die Leute dann anrufen und sagen, okay, da will ich auch mitmachen, weil bei der Verpflegung... Okay. Das ist jetzt auch in einer Stunde. Okay, genau. Gut, Herr König, Sie werden die nächsten Tage mal wieder vorbeischauen. Und wir sind gespannt, ja, wann der Letzte vom Radl steigt. Genau, das sind wir auch. Ich wünsche auf alle Fälle viel Erfolg und auch viel Spaß, viel Freude. Genau, und danke an Peter König vom Arabella.